Da bohre ich Löcher rein und mache 9 mm Platzpatronen rein und Signalpatronen. Und dann, wenn die es dann in den Ofen schmeißen, dann liegt in der Ofen von dann. Moin, hi, grüß dich. Holz geklaut. Bei uns im Wald. Nett, im Ernst, ehrlich? Krass. Wie fies ist denn das? Wie viel? 5 Meter? Okay. Nee, kann ich verstehen. Nee, würde ich mir passend machen. Ja, nee, komm ich vorbei. Ja, nee, ja, auf jeden Fall, lass uns das da rausholen. Ja, nee. Polizei war auch schon da, was sagen die? Ja, was sollen die auch sagen, ne? Alles klar. Das erste Mal dies Jahr. Hm. Und weiß man denn, mit was die das abgefahren haben? Okay. Aber nicht mit dem Schlepper oder so. Sprinter. Hm. Oder Anhänger. Ah, 5 Meter, das ist ja schon mal was. Da brauchst du ja auch schon mal ein ordentliches Fahrzeug. Okay. Ja, was für eine Scheiße. Nee, nee, ich mach mich sofort auf den Weg. Ich hänge nur einen Wagen an und dann bin ich gleich bei dir. Alles klar. Super. Ja, bis gleich. Ich beeile mich. Ja. Ciao, tschüss. Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier bei uns im Wald. Ich bin Hubi, das ist Franz. Der Anlass unseres Videos heute ist kein unbedingt guter. Was genau passiert ist, das wird euch jetzt mal Franz erklären. Ja, leider gibt es so ein paar gute Zeitgenossen, die Früchte von den anderen ernten wollen. Ich habe mich hier ein paar Tage lang gequält und habe Holz klein gesägt, habe es mit einem Spalter gespalten, habe es schön aufgeschichtet hier am Wegrand. Und da musste ich leider feststellen, dass von meinem Holz 5 Meter plötzlich und unerwarteterweise verschwunden waren. Und ich habe zwar die Polizei eingeschaltet, aber das wird wahrscheinlich sehr, sehr wenig helfen. Normalerweise müssten sie mal sich so Trecker besorgen und dann in sein Holz, so auch in das Holz kann man auch so Treckere machen, da kann man ja sehen, wo das hin verschwindet. Aber leider haben wir das nicht und da sind mir 5 Meter gestohlen worden und deswegen fahren wir jetzt sämtliches was Holz, was noch hier als gespalten liegt, zu mir nach Hause und dass es nicht weiter noch mehr Beine kriegt. Wir bewirtschaften hier bei uns im Wald, wir haben ca. 13 Hektar Mischwald, der sich zusammensetzt, hauptsächlich aus Robinie, Roteiche, Kiefer, normale Traubeneiche, naja, und dann noch so ein paar exotische, noch ein paar Fichten haben wir noch hier drin und noch andere paar Exoten, aber ansonsten ist das so das Haupt. Und ich habe mich jetzt die Jahre, also das Frühjahr damit beschäftigt, Durchforstung zu machen. Wir haben ein bisschen was von den Robinienholz verkauft und dann habe ich das Kronenholz aufgearbeitet und auch ein bisschen Kiefer und Eiche habe ich gemacht und wie gesagt, das hatte ich hier aufgesetzt gehabt. Naja, wenn das mal einer sehen sollte irgendwo, es ist ja nicht so häufig Robinienholz, das kommt ja eher selten hier in der Gegend vor und wenn einer schön gespaltenes Robinienholz sieht, der kann ja dem René da mal Bescheid sagen, das gucken wir uns da mal an. Ja. Und ansonsten ist das hier eine wunderschöne Gegend. Hier kann man sich sehr gut erholen, wenn man sich nicht über andere Leute ärgern muss. Aber wie gesagt, ist so. Ich finde das sehr unfair. Ich meine, ich habe mich gequält an dem Holz. Das ist ja nicht so, dass das hier an den Weg geflogen kommt. Ich habe das rausgerückt mit der Seilwinde, habe das auf Rollen geschnitten und solange wie das auf Rollen geschnitten war, haben die Kameraden das nicht angepackt. Die haben so lange gewartet, bis der Franz hingegangen war und hat das schön auf Meter geschnitten und alles schön gespalten. Und dann sind die gekommen bei Nacht und Nebel und haben die
die 5 Meter geklaut, die Gewitterhunde. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Wir haben früher auch Holz mitgenommen, wenn wir ein Lagerfeuer gemacht haben oder sowas, dann da habe ich ja auch Verständnis für. Aber 5 Meter mitnehmen, das ist, das macht man nicht. Ja, was vielleicht an der Stelle noch zu erwähnen ist, es waren jetzt erstmal 5 Meter. Es ist, scheint mit dem Autoanhänger abtransportiert worden zu sein. Und das ist auch erst in den letzten Tagen passiert. Das ist ganz frisch. Wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich nicht mehr so ganz frisch. Aber jetzt aktuell hier bei uns ist es ganz frisch. Vater, du sagtest, das wär nur 1-2 Tage her gewesen, ne? Seitdem du letzte Kontrollfahrt gemacht hast. Ja, ich war, das muss jetzt an dem Wochenende gewesen sein. Das war ja, das Gras war ja ganz frisch, platt und das lag noch alles da. Das war umgefahren, das war ein Hänger. Das muss eine ganz niedrige Höhe gehabt haben, weil das Gras war da ziemlich platt um. Entweder war es ein Sprinter oder es war, wie gesagt, ein PKW mit Anhänger. Ich vermute eher, dass es so ein Sprinter war oder sowas, weil da machst du hinten die Klappen zu und dann ist weg. Ja, bei uns in der Gegend, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns gab es jetzt jede Menge Warnungen. Also es sind Fahrzeuge mit gestohlenen ausländischen Kennzeichen unterwegs gewesen. Mit gestohlenen ausländischen Fahrzeugen, mit gestohlenen ausländischen Kennzeichen. Also doppelt gemoppelt sicher. Die haben hier auch Pferdekoppeln im Visier gehabt. Also sie sind rumgefahren, haben geguckt, wo sind Pferdekoppeln, wo sind Pferdeweiden und haben dann geschaut, wie das da so, ja, wie die Sachlage ist. Und die sind von ein paar Leuten angesprochen, erwischt worden, dann sind jedes Mal in ihr Auto gerannt und weggefahren. Und jetzt sind auch schon die ersten Pferde gestohlen worden. Und wir wollen jetzt hier bei uns im Wald mal richtig den Rein machen. Das heißt, wir nehmen jetzt die Gelegenheit wahr. Und der Vater, der war heute Morgen schon mit seinem Schlepper hier, hat die erste Runde gefahren. Ich übernehme jetzt die zweite Runde und danach gibt es hier nichts mehr zu holen, oder wir müssen eine Motorsäge mitnehmen, damit einfach nicht noch mehr wegkommt. Das nächste Mal, wenn sie mir, bevor sie mir das Holz klauen, dann mache ich welches zurecht, da bohre ich Löcher rein und mache 9 mm Platzpatronen rein und Signalpatronen. Und dann, wenn die es dann in den Ofen schmeißen, dann liegt in der Ofen voneinander. Oder verkaufen sie. Ja, dann fliegt dem anderen da oben auseinander. Ja, wir haben den Wagen jetzt soweit vollgeladen und sehen zu, dass wir das Holz jetzt mal nach Hause bringen. Das ist schon scheiße mit dem Holz. Ne? Das ist tatsächlich das allererste Mal, dass uns sowas passiert ist. Naja, wir sind ja hier ein ländlicher Raum und wie das so auf dem Land ist, eigentlich kennt ja jeder jeden und alle passen auch ein bisschen aufeinander auf. Aber im Wald ist natürlich immer so eine Sache, wenn das jetzt jemand sieht und da ist jemand am Holzladen, da würde man ja erstmal nicht davon ausgehen, dass er das macht, obwohl er dazu überhaupt gar keine Genehmigung hat. Und so ist es natürlich schwer, solche Leute zu fassen. Was mich auch ein bisschen wundert ist, wir haben gerade eine richtig heiße Zeit. Das heißt also, wir haben irgendwo um die 32 Grad im Schatten. Also es ist eine Quälerei, selbst jetzt dieses Holz zu laden. Das ist wirklich im schattigen Wald schon eine schweißtreibende Angelegenheit. Wer jetzt an Holzklau denkt, das ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen schleierhaft. Ja, das Holz, das wird hier so gehandelt bei uns. Holz von dieser Qualität mit zwischen 50 und 80 Euro der Festmeter. Und da kann man sich ja mal ausrechnen, wie viel Schaden das ist, der hier mal so ganz nebenbei entstanden ist. Gut, wir haben das Holz bei uns im eigenen Wald gemacht, aber ihr wisst ja selber, dafür muss man Maschinen einsetzen. Man geht natürlich auch ein Risiko ein, wenn man die Bäume fällt und rückt. Man braucht schweres Gerät etc. Dann macht man das alles soweit fertig. Freut sich, dass man das Ofen fertig hat und dass man jetzt schon so ein bisschen für die kalte Jahreszeit vorgesorgt hat. Und es ist ja so, wenn man
mit Holzheiz ist man auf Holz angewiesen. Wenn dann einfach jemand daherkommt und das Zeug einlädt, dann ist das natürlich schon, das ist einfach fies. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es arschig oder weiß ich nicht, asozial ist. Es ist einfach nur gemein den anderen Leuten gegenüber, die sich die viele Arbeit machen. Manche Leute, die müssen das Holz natürlich auch erstmal noch kaufen und dann klein machen. Dann ist natürlich der Anschaffungspreis auch noch gleich mit weg. Und ja, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist eine ganz fiese Art von Diebstahl. So Holzdiebstahl, das ist einfach eine fiese Sache. Ich habe mal recherchiert, Holzdiebstahl ist eine Straftat. Wenn man dabei erwischt wird, dann kann man eine Geldstrafe bekommen. Aber man kann auch bis zu 5 Jahren in den Knast gehen dafür. Ne? Was das jetzt so wert ist, weiß ich nicht. Also mir wäre es das definitiv nicht wert. Aber naja. Ja, ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert, wer eigentlich Holz klaut und was sie damit machen. Oftmals sind es tatsächlich irgendwelche Privatleute, die zu Hause einen Kamin haben und einfach Holz brauchen. Ja, das ist dann die Gelegenheit, ist günstig, gerade wenn man das irgendwo von der Straße sieht, fahren die hin, laden es ein und fahren es ab. Und wenn man dann im Internet mal so liest, was da so alles passiert, also dass der Förster quasi daneben steht und dann irgendwie ein Heini mit dem Anhänger ankommt und das Zeug auflädt, während der Förster dabei zuguckt, also fragt man sich schon, wie dreist das ist. Leider werden nur eine ganz kleine Zahl der Delikte wirklich aufgeklärt. Und so ist wahrscheinlich auch hier in unserem Fall die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal rauskommt, wer das geklaut hat, doch wahrscheinlich verschwindend gering. Wir haben ehrlich gesagt bis jetzt auch immer Glück gehabt. Einige von euch haben ja schon geschrieben, dass in den Regionen, wo ihr lebt oder beziehungsweise wo einige von euch leben, dass da das an der Tagesordnung ist. Hier war es bei uns bisher zum Glück noch nicht an der Tagesordnung und ich hoffe, dass das jetzt auch nicht jetzt die Tagesordnung wird. Und wie gesagt, ich bin mir auch so ein bisschen unsicher, wer mitten im Sommer auf die Idee kommt, Brennholz zu klauen, aber naja, so sind die Leute halt. Wir fahren das Holz jetzt, wie gesagt, hier einmal quer durch den Wald, direkt nach Hause, an den Ort, in dem meine Eltern wohnen. Und hier ist es definitiv so, dass hier jeder jeden kennt, da wo wir das Holz jetzt abladen und lagern. Da haben immer ein paar Leute ein Auge drauf und da machen wir uns wenig Sorgen, dass da was wegkommt. Also wahrscheinlich wird dann gleich alles fotografiert und fotodokumentiert. Naja, es ist halt so, wenn man vom Dorf kommt, ist man mit einem halben Dorf verwandt. Von daher ist das relativ unkritisch. Was natürlich am Wald vielleicht Sinn macht, ist, dass wir da jetzt mal ein paar Wildkameras aufhängen. Aber das müssen wir uns nochmal überlegen. So, Tagwerk ist vollbracht. 2 Bahnen Holz nach Hause gefahren. Hoffentlich werden sie hier nicht geklaut, aber hier wohnen in Ungedanken wohnen nur ehrliche Menschen. Hier gibt es keine schlechten. Weil wir sind nämlich alle rappelkatholisch. Und jetzt geht es immer noch in die Dusche. Ja Leute, ich mache mich zurück auf den Rückweg. Schlepper noch durch den Wald jetzt nach Hause steuern und dann hoffe ich, dass unser kleines Abenteuer euch gefallen hat. Und ist euch auch schon mal Holz geklaut worden? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss. Servus.